Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag von mir. Mein Thema heute, wie du dich in den Kunden hineinversetzt und dadurch deinen Umsatz steigerst. Wichtiges Thema, denn als Unternehmer, Selbstständige sind wir ja alle ein bisschen so gepolt, dass wir sehr, sehr viel gerne umsetzen, dass wir sehr auch von unserer Perspektive heraus denken. Ein typischer Fehler ist ja beispielsweise, ein Training auf der grünen Wiese einfach aufzubauen. Wir haben es heute schon gehört, dass das schon gemacht worden ist. Und der Kunde wird einfach bei all dem vergessen. Dabei ist der Kunde essentiell am Ende doch derjenige, dem wir unser Training verkaufen wollen. Dementsprechend müssen wir uns einmal angucken, naja, unser Kunde, was ist das eigentlich für einer? Ja? Das muss ja eine richtige Person sein. Wir haben ein ideales Bild eines Traumkunden, ja, dem wir unsere Dienstleistung anbieten wollen oder für die wir eine Dienstleistung überhaupt finden wollen. Stellen wir uns also mal hier unseren Kunden vor, machen ihn mal greifbar. So, das ist unser Kunde. Und als echter Mensch hat er natürlich einen Bestandteil, den wir alle sehen können und natürlich eine innere Gefühlswelt, die wir so nicht kennen. Lässt sich ganz gut darstellen, einfach ja, mit so einer Wasseroberfläche. Wir alle kennen das Bild eines Eisbergs, von dem wir ja nur einen kleinen Teil sichtbar oben sehen und der viel größere und auch wichtigere Teil, der liegt irgendwo im Verborgenen. Ja. Und ja, was können wir denn alles sehen an unserem idealen Traumkunden, den wir hier sehen, glücklich wie er ist? Ja. Wir können uns vorstellen, wie ist denn der Alltag von unserem Kunden? Ja. Wann steht er auf? Was ist seine Morgenroutine? Was isst er zum Frühstück? Welches Handy weckt ihn morgens auf? Ist es ein iPhone oder ist es ein Android-Handy? Ja. Wo geht er arbeiten? Ist er angestellt, 9-to-5 in irgendeinem Unternehmen? Sitzt er in einem Büro oder ist er im Homeoffice, allein daheim? Oder ist er selbstständig? Hat er vielleicht schon ein kleines mittelständisches Unternehmen, das er vielleicht sogar führt? Ja, es ist ja für jeden von euch, ist es ja anders, aber wichtig ist, dass ihr euch diese Person wirklich bildlich vorstellt und auch den Alltag von dieser Person euch bildlich vorstellt und auch natürlich, was der morgens anzieht. Ne? Die äußeren Merkmale sind natürlich auch sichtbar. Was zieht er morgens an? Aber nicht nur das, sondern auch, hat er einen fitten, gesunden Körper oder ist er vielleicht ein bisschen übergewichtig, weil er keine Zeit hat zu trainieren oder sowas? Ja? Was sehen wir noch? Naja, wir sehen zum Beispiel auch, welche Tools nutzt er? Ja, das ist ja auch Bestandteil seines Alltags. Welche sozialen Medien nutzt er? Wo ist er unterwegs? Ist er auf TikTok, Instagram, Facebook? Ist er auf LinkedIn unterwegs? Ja, nutzt er vielleicht irgendwelche Dating-Apps, wenn ihr in der Branche tätig seid? Was macht er abends? Sitzt er allein daheim auf der Couch und guckt halt diese Dating-Apps durch oder checkt seinen Newsfeed? Was macht die Person? Ja, was macht diese Person bildlich? Was tut sie wirklich gerade in dem Moment? Oder ist sie in ihrer Freizeit vielleicht ja, mit anderen Menschen unterwegs? Hat die soziale Kontakte, soziale Beziehungen? Ja? Lebt sie vielleicht in einer Partnerschaft oder ist sie alleinstehend? Abends allein auf der Couch, ganz einsam, mit dem Handy in der Hand, rumdaddeln. Oder vielleicht sogar nach der Arbeit irgendwo mit Freunden unterwegs in der Stadt. Bier trinken in der Bar. Das sind alles Dinge, die man so erst einmal sieht. Ja? Natürlich sind wir nicht bei jedem jetzt einzeln daheim zu Hause, sondern es sind aber trotzdem die Dinge, die in irgendeiner Form sichtbar sind, die man sich vorstellen kann, weil jeder ja selbst einen Tagesablauf hat und weiß, was er so tut oder was man so alles machen kann. Was aber viel wichtiger ist, sind die Dinge, die so im Verborgenen liegen und die strahlen ja dann quasi aus dem Verborgenen so in den Alltag rein. Ja, der Alltag ist sozusagen auch eine Konsequenz daraus, aus dem, was im Verborgenen liegt. Was sind das denn zum Beispiel für Dinge, die man so nicht direkt ansehen kann einer Person? Naja, was man nicht so sieht, sind zum Beispiel Ambitionen, Ziele und Träume. Ja? Was sind die Träume, was sind die Ziele, die Ambitionen dieser Person? Ist sie sich über diese Ambitionen überhaupt gerade bewusst oder hat sie die vielleicht schon längst vergraben, wenn man was älter ist? Ja, da kam irgendwie das ganze Leben dazwischen, man ist dann doch Angestellter gewesen, man hat sich bequem gemacht, ist in seiner Komfortzone. Eigentlich wollte man sich auch immer selbstständig machen, aber naja, ist jetzt so, alles okay, Haus will abbezahlt werden. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, was sind die Ambitionen von so einer Person oder hat sie sich vielleicht sogar begraben? Das ist alles höchst relevant, wenn wir später unser Marketing machen. Ja? Dazu werden wir gleich kommen. Dann, was sind denn Schmerzpunkte, die diese Person hat? Ängste, Sorgen, Nöte,
die eine solche Person hat. Das wissen wir natürlich nicht, das können wir nicht direkt sehen, aber die sind vorhanden und die lässt diese Person abends auch, ja, vielleicht mal wach werden im Schlaf. Jeder kennt sie, der ist vielleicht irgendwann mal nachts aufgewacht, um 2 Uhr konnte nicht mehr einschlafen, hat sich dann Gedanken gemacht über das Business. Okay, muss noch diesen Monat so und so viel Umsatz closen. Naja, und genauso hat euer Traumkunde auch Sorgen, Ängste und Nöte, ja, die für euch höchst relevant sind, wenn ihr später die richtige Ansprache treffen wollt. Was habe ich noch eben gehört? Ambitionen, Schmerzpunkte, Bedürfnisse, natürlich. Ja, es gibt ja verschiedene Bedürfnisse. Einmal so soziale Bedürfnisse, dass man ja selbst anerkannt, akzeptiert werden will, am besten in einer Partnerschaft leben will, man möchte geliebt werden von irgendeiner Person, man möchte vielleicht auch Respekt haben. Es gibt aber auch Bedürfnisse nach persönlicher Weiterentwicklung, gerade in unserer Gesellschaft, wenn, naja, Job stimmt, Geld stimmt, vielleicht stimmen auch schon die Beziehungen. Was kann denn dann noch kommen? Naja, vielleicht ein Hobby oder so, eine persönliche Erfüllung, die man haben möchte, aber für die man vielleicht gar keine Zeit mehr hat. Ja, das sind alles Dinge, die lassen, wenn ihr euch über diese Dinge im Klaren seid oder überhaupt einmal überlegt, ja, wer ist überhaupt mein Traumkunde, die lassen dann diesen Traumkunden am Ende dreidimensional aussehen. Oder was sind die Ideen, die unser Kunde hat? Ideen, die er vielleicht schon verworfen hat oder so eine Idee wie, naja, eigentlich wollte ich mich ja mal selbstständig machen. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie ist denn der Reifegrad von dieser Idee, die er hat? Denkt er darüber nach, sich selbstständig zu machen? Hat er es vergessen? Und so könnt ihr dann dementsprechend ansprechen in eurem Marketing. Na, das sind so eine typische Make-Money-Opportunities präsentieren, sodass die Person vielleicht nochmal auf die Idee kommt, ah, ich könnte mich ja selbstständig machen. Oder wenn sie schon weiß, dass sie sich selbstständig machen will, was gibt es da für Möglichkeiten? Auch hier könnt ihr sie dann entsprechend ansprechen. Man kann Online-Geld verdienen, ach, okay, alles klar, was gibt es denn da so? Und auch hier kann man sie wieder ansprechen. Es gibt ja zum Beispiel E-Commerce oder Online-Dienstleistungen. Und dann geht es immer weiter. Ja? Es gibt immer weitere Reifegrade, über die ihr euch im Klaren sein müsst, wenn ihr am Ende des Tages eure Marketingbotschaften in die Welt hinaussendet. Ja? Und zu guter Letzt Glaubenssätze. Und Glaubenssätze lassen das Ganze rund werden, denn Glaubenssätze haben auch etwas mit unserer Vergangenheit zu tun. Ja? Glaubenssätze kommen ja daher, wie wir selbst aufgewachsen sind. Die haben wir zufällig sozusagen mit auf den Weg bekommen, durch Erziehung unserer Eltern, später in der Schule, mit den Freunden, mit denen wir zufällig sozusagen als Tischnachbarn in der 5. Klasse eben dran gesessen haben. Und ihr wisst, dass dadurch, durch dieses Zufallsprinzip, natürlich auch sehr viele falsche Glaubenssätze entstehen, die in eurer Zielgruppe einfach liegen. Ja? Und auch das ist wieder höchst relevant für euer Marketing, was der nächste Schritt ist. Welche falschen Glaubenssätze gibt es eigentlich? Ja, und wie kann ich die richtigen falschen Glaubenssätze adressieren, dann vielleicht auch korrigieren in entsprechenden Marketingbotschaften, die wir dann später raussenden? Ja, und so ergibt sich so langsam ein komplettes Bild von unserem Kunden, von unserem Traumkunden. Und wer irgendwie Probleme hat damit, der kann auch einfach mal nachfragen bei den ersten Testkunden, die er oder sie zum Beispiel hatte. Und frag einfach mal nach. Hör mal, mein erster Testkunde, nenn ihn jetzt mal Peter. Wie war das denn bei dir, bevor du bei uns gestartet bist? Was hattest du denn für Ängste vielleicht auch in Bezug auf das Coaching oder sowas? Ja, einfach mal nachfragen, sozusagen die Kunden befragen und einfach gucken, wie ergibt sich daraus ein möglichst rundes Gesamtbild von unseren idealen Traumkunden. Warum ist das hilfreich? Ja, ganz einfach, weil wenn ihr es geschafft habt, den Peter sozusagen durch euer Testkundentraining von A nach B zu bringen, dann schafft ihr das auch mit jeder weiteren Person, die so ist wie Peter. Ja? Und es ist auch grundsätzlich eine falsche Annahme zu denken, wenn ich jetzt den Peter ideal beschreibe, weil der war ja mein Testkunde, dann betrifft es ja nur ihn. Ich will ja aber doch alle möglichen Leute ansprechen. Ja, ich will ja ganz viele Leute ansprechen. Aber je spezifischer man ist und je genauer man seinen Kunden beschreibt, desto mehr fällt einem noch auf, dass er halt in diesen ganz intimen Details, dass das genau die Details sind, die ja er mit ganz vielen anderen Menschen teilt. Denn so individuell und besonders ist eigentlich kaum eine Reise von uns. Es gibt immer ganz viele Anknüpfungspunkte. Da gibt es ganz viele Menschen, insbesondere auf den ganzen Dachraum bezogen, die eine ähnliche Journey haben, wie jetzt unser einer Testkunde hier. Und wenn wir dann für ihn das alles schon wunderbar gelöst haben, dann kriegen wir das auch für all die anderen so hin.
Ja, und wir haben ja quasi dieses Fließbandsystem, was wir auch bei uns in den Trainings so vermitteln. Ja, wir haben möglichst ähnliche Kunden und liefern dadurch immer wieder das geile, exakt gleiche Ergebnis. Ja, gut. Wer hat das denn schon mal so durchdacht, so ins Detail war wirklich reingegangen, sich wirklich ja intensiv damit auseinandergesetzt? Das ist jetzt mein idealer Traumkunde, mein Avatar sozusagen. Aha. Wer hat da noch ein bisschen Nachholbedarf sozusagen? Aha, wir sehen es. Wunderbar, dann ist es ja höchst relevant hier. Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt haben wir also hier unseren Traumkunden. Da ist er wieder. Der daddelt jetzt abends zu seinem Handy rum und sieht plötzlich zum ersten Mal Content von euch. Am Beispiel eines YouTube-Videos beispielsweise mal. Jetzt sieht er euch und denkt sich, okay. Passt das überhaupt? Ja? Ist die Person, die dort steht, der ideale Trainer für mich, der ideale Typ, der mich von A nach B bringen kann, der meine Probleme lösen kann? Seid ihr quasi das Ideal für euren Kunden? Seid ihr sozusagen der ideale Avatar für euren Kunden? Dieser Frage müsst ihr euch stellen. Ja, das ist das, was er sieht. Er sieht erstmal euch, aber ist das Gesamtbild, was ihr jetzt beispielsweise euren Kunden präsentiert, ist das stimmig in Bezug darauf, was er sich vorstellt, wenn er eine Person sucht, die ihm hilft bei seinen Problemen, bei seinen Ängsten, bei seinen Nöten? Ja, da müsst ihr euch immer sehr kritisch selbst hinterfragen und euch wirklich durch die Augen eurer Kunden sehen. Aber es ist nicht nur das, was er sieht, rein optisch euch, sondern natürlich auch der Inhalt. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Ansprache, die Kundenansprache wirklich enorm wichtig ist und dass ihr zum Beispiel dann in eurem YouTube-Video auch den richtigen Content ausliefert, inhaltlich. Beispielsweise ein falscher Glaubenssatz. Welche falsche Glaubenssätze gibt es denn in Bezug auf, sagen wir jetzt mal, jemand will sich selbstständig machen oder auf Selbstständigkeit, welche falsche Glaubenssätze gibt es dort, wenn ihr jetzt Peter seid, ihr überlegt, ob ihr euch selbstständig machen wollt. Was für einen falschen Glaubenssatz könnte Peter denn haben zum Beispiel? Jeder hat mal klein angefangen. Ja, jeder hat mal klein angefangen. Okay, noch irgendwas? Es lohnt sich gar nicht mehr. Warum? Die Zeiten haben sich verändert, es ist nicht mehr so einfach wie früher. Ja, okay, ja, ist nicht mehr so einfach wie früher. Dann sind das beispielsweise Themen, die ihr in eurem YouTube-Video inhaltlich abarbeiten könntet. Ja, man sagt, heutzutage lohnt es sich nicht mehr. Oder zum Beispiel für eine Selbstständigkeit braucht man auch irgendwie Startkapital, um damit an den Start zu gehen. Aber das ist gar nicht so, denn bla 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 bla. Ne? So sind dann YouTube-Videos zum Beispiel aufgebaut, indem man mit falschen Vorstellungen oder Dinge, die falsch sind, einfach aufräumt. Wenn euch das dann gelungen ist, hier an dieser Stelle ihn zu überzeugen, dann geht es natürlich weiter. Dann wird sich euer Traumkunde weiter über euch informieren, guckt sich vielleicht andere YouTube-Videos an und wenn dort auch alles stimmt, aus seiner Sicht, dann ist er vielleicht irgendwann mal auf eurer Webseite oder sogar noch vorher, ganz lustig, googelt er euch einfach mal. Und was wird er dort finden? Eure Webseite, ja klar, LinkedIn-Profil, vielleicht noch YouTube-Channel und dann, er ist Torschützenkönig beim SV, Dingsda-Bumster, ja, irgendein kleiner Verein. Naja, ist das wieder stimmig? Ist das wirklich das wieder das Ideal, was er haben will von der Person, die ihn weiterbringt, die seine Probleme löst? Nee, ist es nicht. Also auch müsst auch mal untersuchen, was findet man eigentlich, wenn man mich selbst googelt? Und wir haben zum Beispiel heute auch, habe ich schon den Ruben Schäfer hier gesehen mit dem Deutschen Coaching Fachverlag, der sich da dementsprechend auch immer mal um solche Dinge kümmert. Der analysiert einfach mal, wie medienready seid ihr? Was finden eigentlich eure Kunden, wenn sie nach euch suchen? Höchst relevantes Thema. Ja? Denn auch das ist etwas, an das kann sich jemand aufreiben. Also symbolisiert durch so einen Blitz. Ja? Es gibt irgendwelche Dinge, die ihn stören können daran. Naja, weiter geht's. Wenn es mit eurer Website geklappt hat, vielleicht auch, weil ihr eine Fallstudie da drauf habt, auch ein sehr geiles Thema, haben wir heute auch schon gehört. Denn wenn euer Traumkunde sieht auf eurer Website, wenn er das doch schon mit Sabine geschafft hat, und die ist ja so ähnlich wie ich, mal davon abgesehen, dass sie eine Frau ist, dann schafft er es ja vielleicht auch mit mir. Weil sie ist ja ganz ähnlich wie ich, hat so eine ähnliche Story, hat sie gerade in diesem Video erzählt, hier in dieser Fallstudie. Ja, vielleicht ist das was für mich. Also auch ein ganz wichtiges Thema, so Fallstudien oder sowas zu haben auf eurer Webseite, kann enorm hilfreich sein, um dieses Vertrauen in euch aufzubauen. Ja, wenn euch das gelingt,
dann geht es weiter. Ab einem gewissen Punkt. Es kann dauern, es kann manchmal ganz schnell gehen, meistens dauert es etwas länger, bei uns ist die Customer Journey auch. Wie so eine Suppe, die kocht langsam vor sich hin und irgendwann kommen die Leute und landen dann im Strategiegespräch beim Yannick zum Beispiel, dann geht es ans Eingemachte. Denn dann wollen wir ja einen Weg aufzeigen, wie wir euren Traumkunden bei seinem individuellen Problem, was er hat, ja, helfen können, wie wir dort eine Strategie anbieten können, wie er von A nach B kommt. Und ein wesentlicher Teil in diesen Strategiegesprächen ist ja, dass ihr Vertrauen in eure Person aufbaut für euren Kunden. Euer Kunde muss sich ja in euch wiederfinden können, in eurer Geschichte. Nennt sich ja Hero's Journey. Ihr erzählt eure Geschichte, eure Vergangenheit. Die fängt auch damit an, dass ihr auch mal irgendwo wart bei Punkt A und euch auch vielleicht nicht gut gefühlt habt. Ihr hattet mal dasselbe Problem, habt es gelöst, seid jetzt dort, wo ihr heute seid und habt deswegen die Expertise, um jetzt euren Traumkunden helfen zu können. Und das ist ein entscheidender Punkt. Wenn ihr nämlich hier wieder euer eigenes Verkaufsskript und auch diesen Part eures Verkaufsskripts, das Vertrauen in euch selbst aufzubauen, durch die Augen eurer Kunden seht und abgleicht mit diesem dreidimensionalen Bild, was wir hier sehen. Naja, wie viel davon, ja, von den Bedürfnissen, Ideen, Schmerzpunkten, wie viel davon findet ihr denn wieder bei euch in eurem Strategiegespräch in diesem Teil? Enorm wichtig, schreibt euch das auf, dass wir hier Anknüpfungspunkte haben zwischen eurer Geschichte und der Geschichte eures Traumkunden. Ja, wenn das funktioniert, ist es ungemein hilfreich. In dem Fall, wo alles stimmt, wo ihr sagt, super, der ist ja genau wie ich, der hat ja mal genau dieselben Probleme gehabt und der hat mir gerade eine super Strategie gezeigt, klingt total schlüssig, ich mach das, lass uns das machen, geht's los und naja, als nächstes kommt das Onboarding, aber bevor das passiert, gibt es ja sozusagen noch ein After-Sales-Skript. Man kann ja nicht einfach sagen, lass uns das machen, super, Rechnung geht raus, Betrag wird abgebucht, tschüss. Jupp, ein Zoom-Bild verschwindet und der Kunde sitzt da und denkt, oh, was habe ich nur getan? Nee, das ist natürlich eine Horrorvorstellung. Was ihr wollt, ist, dass ihr eurem Kunden natürlich jetzt genau sagt, wie es weitergeht. Ja? Jetzt ist der Punkt, wo wir ihn quasi ja auch überzeugt haben, dass wir der Richtige sind, dass wir der ideale Helfer für ihn sind, der ihn von A nach B bringt, die ideale Beratung anbieten oder auch von mir aus, wenn wir eine Agenturdienstleistung haben, sagen, ja, wir lösen das Mitarbeiterproblem, beispielsweise kriegen das hin. Jetzt müsst ihr genau sagen, wie es weitergeht. Die nächsten Schritte. Am Montag beispielsweise wirst du angerufen von Person XY aus unserem Team. Dir wird gesagt, wie du alle Zugänge bekommst, wie der weitere Prozess ist. Und du nimmst den Kunden an die Hand und erklärst den kompletten Prozess. Ja? Und auch im Onboarding muss genau das alles weiter funktionieren. Das Vertrauen, was in euch gesetzt worden ist, muss weitergeführt werden, weitergebaut werden, indem gesagt wird, was als nächstes passiert. Ja? Denn ultimativ, wenn das funktioniert, dann geht es ja am Ende des Tages mit eurer Dienstleistung los, mit eurem Fulfillment. Und bei eurer Dienstleistung und eurem Fulfillment ist es auch wieder enorm wichtig, dass ihr die richtige Sprache trefft. Ja? Ihr könnt nicht einfach euren Kunden in ein Training entlassen, in dem er das Gefühl hat, dass er beispielsweise jetzt, was weiß ich, im siebten Semester von einer Physikvorlesung drin sitzt, sondern nein, er muss das Gefühl haben, ah, ich verstehe, was er sagt und ich weiß genau, was ich tun muss. Ja, Schritt für Schritt Anleitungen, Checklisten und so weiter und so fort. Gerade bei uns, wo wir doch enorm viele Trainings haben, ja, und enorm viele Videos, sind unzählige Tausende von E-Learning-Videos, ist es wichtig, dass wir hier unserem Kunden auch einen Fahrplan geben. Wir können das natürlich steuern durch Dinge wie, dass wir sukzessive Videos erst ausliefern, aber wir haben auch solche Dinge wie einen Fahrplan sozusagen, indem wir sagen, okay, du startest hier, du guckst dir zuerst das Video an und dann geht's weiter. Dann ist es enorm wichtig, dass der Kunde an die Hand genommen wird. Seht eure Dienstleistung, euer Fulfillment auch immer aus den Augen eurer Kunden. Ja, und nicht aus euren Augen als diejenigen, die das oben machen. Das ist ganz wichtig. Denn wenn das am Ende funktioniert und ihr alle Reibungspunkte, die es gibt in diesem Prozess, einmal ausgemerzt habt, maximal minimiert habt, Perfektion ist natürlich, dass es am Ende wirklich alles fluppt und alles läuft,
dann sorgt das natürlich ultimativ für mehr Umsatz. Denn klar ist, wenn hier alles läuft und die Geschichte einfach weitergehen kann, ja, kommt am Ende mehr Umsatz bei raus. Und ihr schafft es am Ende natürlich nicht nur mit der Dienstleistung aufzuhören, sondern könnt auch logische Folgeprodukte, Folgetrainings anbieten, die einfach logisch sind. Jetzt hat es euer Traumkunde von A nach B geschafft. Ja, wie geil wäre es, wenn er es jetzt noch nach C schaffen würde? Das war ja am Anfang auch ganz weit weg, gar nicht möglich. Aber jetzt ist es auf einmal im Bereich des Machbaren. Dann bietet ihr dem das an. Und weil ihr vorher einfach eine enorm geile Customer Journey angeboten habt, euer Fulfillment war geil, ihr liefert Resultate, ist es natürlich umso wahrscheinlicher, dass der Kunde bei euch bleibt, weitermachen will und ihr einfach dann zum Beispiel durch weitere Dienstleistungen oder Upsells noch mehr Kundenwert herausholt. Ja, und das war der Vortrag im Prinzip, wie du mehr Umsatz machst, indem du dich in den Kunden hineinversetzt. Danke.